Ja, aus diesem Grund, die sind nämlich wieder gespawnt. Hallo! Oh, die sind grün! Ich meinte, sie sind grün. Ach Mann! Du scheiß Vogel! Jetzt kann ich da wieder hoch. Was soll denn bitte? Drängen Sie mal kurz. Drängen Sie mir nicht hoch. Es ist zu eng hier. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minikabin zu Hause und... Ich bin schon wieder am Rumrödeln. Go-Kart-Bahn mäßigerweise. Wir sind ja letztes Mal mit unserem Buggy gegengetöppert und haben ihn halt mitgekriegt. Naja, gutes Neues. Ein Strohballen, was hast du erwartet? Es ist nicht so haltbar, wie ich mir das gedacht habe. Aber keine Panik. Kabin wäre nicht Kabin, wenn er schon nicht eine Lösung hätte. Na, hier am Stummerrest. Habe ich wirklich schon? Also, ist schon eine Mache? Mir ist bloß Material ausgegangen. Ich brauche Blöcke. Und ihr könnt euch erinnern, wir hatten mal 300 Blöcke gehabt, die sind alle weg. Ja. Warum? Weil ich dumm bin. Ich habe Sachen ausprobiert, die haben nicht so funktioniert, dann habe ich es abgerissen. Dann haben die wieder nicht funktioniert. Jetzt habe ich was rausgefunden, was funktioniert und jetzt habe ich keine Blöcke mehr. Muss man nicht verstehen. Muss man einfach nicht verstehen. Nierenwurst, die sind ja immer noch nicht fertig. What? Das dauert aber lange. Ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen was angesetzt, ne? Also noch mehr. Also die 1200, also wir hatten ja alle drei belegt, sind schon drin und ich habe das nächste angesetzt, weil hier, das war nämlich auch fertig. Hab ich gedacht, das ist eine gute Idee. Das, wie kann man sich doch so täuschen? So, nie lange schnacken. Ich brauche Blöcke. Wir werden nämlich heute so ein bisschen Korrektur machen da hinten. Also mehr oder weniger. Hab ich denn alle mit bei? Schuppe hab ich mit bei? Axt habe ich mit bei? Ich möchte heute nicht bohren. Nee. Ich will eigentlich auch ja nicht so viele. Ich will das bloß fertig machen. Sonst krieg ich Kopfschmerzen, wenn das nicht fertig ist. Dann kommen Sie mal mit, ich zeige euch. Moment mal, dann könnte ich doch eigentlich, bevor ich sowas mache... Sollte ich mal meinen Auffahrt machen, was? Es ist schon ein, zwei Tage her, wo ich damit angefangen habe. Warum sollte ich das jetzt nie durchziehen? Sag mal, habe ich nicht. Ich sollte aber. Was solltest du? Eine Nagelpistole. Reparierenderweise. Es wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Und ein bisschen Pflaster stellen. Dann brauche ich das nämlich nie aufsammeln. Dann kann ich das einfach knickknack, wisst ihr? So, einfach mal so. Lock mal machen. Das brauche ich auch nicht mehr, aber nehme ich trotzdem mit. Also, man weiß ja nicht, was passiert. Wenn die Schreimadame kommt, beschmeiße ich sie mit Strohbündel. Auch eine schöne Waffe. Bitte, liebe Modder. Die ist ja wirklich da. Ich hab's gerade gesehen. Aus dem Augenwinkel. Da ist sie. Die Bekloppte. Jeder Schuss ein Treffer. Wo war ich stehen geblieben? Achso, liebe Modder. Wer ist denn mit einer Strohballenkanone? Es muss auch geil sein. Die Alte kommt lang. Kanone geladen. Fupp. Ist sie weg. Es ist schön. Schöne Gedanken. Also, ich habe das mir jetzt so gedacht. Also, ich werde die komplett inbetonieren. Das müsste halten, glaube ich. Bin ich dagegen depper. Boah. Vor allen Dingen ist es jetzt so Zombie durchgehen sicher. Peter, sie kommen hier nicht rein. Habe ich mir gedacht. Hier habe ich noch so überlegt und dann habe ich hier so gedacht. Nee, machst du das doch so. Nee, das stimmt nicht ganz. Vorher habe ich hier so eine Streifen rangesetzt, weil die so schön dünn sind. Ist ganz dünnes Häutchen, ist das, sag ich euch. Streifen meinte ich. Das Problem ist nämlich, die kannst du bloß unten setzen. Und wenn du sie oben setzen tust, bums, sind sie unten. Funktioniert so nicht. Und nach 20.000 Mal aufbauen und abreißen, bin ich dann auf die Tiki-Taki gekommen. Boah. Sag euch, das war eine Scheißarbeit. Vor allen Dingen, wenn man. Kabin wäre nicht Kabin, wenn er nicht alles vorher schon so fertig bis hinten in den Aufbauen tut und er mitkriegt, dass es kacke ist. Dann konnte ich die ganze Scheiße wohl abreißen. Ja, und die Streifen auch, wenn sie beton sind, wenn sie so schmal sind,
Es ist trotzdem Beton. Es ist eine scheiß Arbeit, die abzureißen. Es war nicht schön. Aber ich hab's getan. So, warten Sie mal, dann mache ich das noch so. Eigentlich müsste ich die von beiden Seiten so machen, aber also wenn Zombies, manchmal kriegen die das hin. Ich weiß nicht wie. Nutzen sie aus und machen sie von der Seite kaputt. Muss ja nicht Sinn. Machen wir erstmal so. Und dann machen wir so. Und wenn das so ist, machen wir so, so. Klingt logisch, oder? Ja, ich weiß, ich sage sehr, sehr viel oft und sehr, sehr viel oft. Ich sage sehr, sehr oft so. Und ich optimiere meistens auch noch und sage so, so. Optimieren? Variieren. Oh Mann. Ich geh mal da. Nee, da können sie nie durch. Nein. Ausgeschlossen. Uffig. Uffig. Gut, denn da. Wie gesagt, ich wollte eigentlich erst mit euch unterwegs nochmal so durch die Nacht hecheln. Ja, und wie gesagt, dann habe ich... Ach nee, das kannst du so nicht stehen lassen. Da geht so nicht. Wenn wir das Pferd hier haben, können wir immer noch rumdeidern. Ja? Aber erstmal will ich wenigstens das Pferd hier haben. Den Rest, wie gesagt, die Bahn, die werde ich offline weiterbauen. Wie gesagt, ups. Okay, es dauert ein bisschen. Weil, wie gesagt, ich habe da Sachen im Kopf. Das könnte ein, zwei Sekündchen dauern. Bis das soweit ist. Dazu muss ich nämlich ein ganz bestimmtes Dach abtragen. Nachbarn technischerweise. Und Buddel macht auch also nur begrenzt Spaß. Ich staune, ich bin hier die ganze Zeit an rum. Töppern? Da hat sich die Alte nicht ein einziges Mal blicken lassen. Weil wie gesagt, ich musste das jedes Mal mit der Picke abbrechen. Ja, okay, geht auch mit dem Bohr, aber es wäre nicht Kabin, wenn er sich das einfach machen würde, ne? Das wäre nicht ich. Einfach kann jeder. So, Schnauze voll. Muss ich noch hier das hier zumachen? Wir sind innen durch. Wie gesagt, hier muss ich ja unterirdisch noch ein bisschen weitermachen. Also wegknacken. Und ich musste wahrscheinlich ein bisschen weitermachen. Weil wie gesagt, mit den Go-Karte kann man ja später. Das heißt, ich muss das nochmal wegreißen und muss das alles nochmal um mindestens 1 oder 2 Blöcke breiter machen. Es sei eben, wie gesagt, Betonwände. Weil da kann ich denn dagegen teppern, wie ich will. Aber ich glaube, das bleibt eher beim Breitermachen oder so. Das ist einfacher. Ja, irgendwann, wie gesagt, kommen wir denn hier in diesen Häuschen unten raus? Also, ne, hier unten. Bis hierhin geht ja unsere Go-Kart-Bahn. Warten Sie mal, ich nehme mal. Ja, aus diesem Grund, die sind nämlich wieder gespawnt. Hallo! Oh, die sind grün! Ich meinte, sie sind grün. Ey, wir haben schon Schimmel angesetzt. Grüne Feuerteufels. Grüne Feuerteufelze. Teufelze, wollte ich natürlich sagen. Wie gesagt, da würde ich nämlich rauskommen. So richtig schön. Und dann müsste ich das irgendwie seitlichmäßig so begrenzen, weil die können ja auf der Fahrbahn springen, aber die sollen das nicht kaputt machen. Ja, bitte vorsichtig. Auf der Bahn so und so sind untot auf der Straße. Meinen Sie den Weg? Alter, was ist denn hier los? Wir sind ja alle so viralig. Naja, gut, wir sind auch bei 94, ne? Also, es würde mich wundern, wenn nicht. Und hier müssen wir dann später wieder raus. Und von hier aus sieht es dann auf den Dachruf. Das heißt, wir müssen noch eine Höhe bauen. In die Höhe bauen, so rum. Und zwar... Schönen guten Tag. Hier. Da oben wird planiert. Und der nietet nach oben und der nietet hier oben lang und der nietet wieder runter. Sehr ambitioniert, ich weiß. Aber es ist Apokalypse, Langeweile und so. Was willst du denn sonst machen? Hey, Müll. Oh, ist ja leer. So. Könnten eigentlich jetzt... Ey, wisst ihr was? Jenny... Wo ist denn die jetzt? Da.
ein bisschen stänkern gehen. Ich hole uns mal schnell eine... Spiel? Kommen Sie wieder zurück? Achso, ich habe ja noch Schatten aktiviert. Ich wollte was gucken. Bin gleich wieder da. So, alle wieder deaktiviert. Interessiert den Spiel aber nicht so, wie ich das sehe. Ey, ich hab CPU-Auslast 0. Was ist denn hier los? Und FPS? Mit 74. Krieg hier Leckspikes. Ja, leck mich doch. Ja, gut. Wie gesagt, ich spiele ja hier mit einem Taschenrechner. Fix. So, gut, dann holen wir uns mal schnell eine klitzekleine Quest. Wir haben ja Zeit. Also, Philipp, wir sind ja erst bei Tag 94. Was soll da schief gehen? Naja, gut, ich will ja auch die Munition loswerden. Ich will ja umsteigen, ne? Also, könnt's auch auseinanderbauen. Aber jede Patrone einzeln auseinandernehmen ist eine scheiß Arbeit, sag ich euch. Ich hab noch nicht mal die andere Munition, die ich zu Hause hab, auseinandergeschraubt. You again? I'm starting to think you like Dr. Jen. Ich hab gedacht, die hält die Klappe. Hab mir zu früh gefreut. Naja, gut. Macht man nicht. Wie gesagt, sie ist sehr, sehr allein. Und jetzt hat sie Redebedarf. So ist das. So, 3 Kilometer ist zu weit. Ich nehme das hier mit 1,3. So, das nehme ich. Weil das ist nachts. Ja, wie gesagt, das ist kacke. Dort ist Cocky, dass er hier nicht so... Moment mal. Es wäre aber mal wichtig zu wissen, also das sind ja immer unterschiedliche Gens. Wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit haben wir hier noch? Denn bei Gen die nächste Quest holen? Und dann bei der nächsten Gen und dann bei der nächsten und dann bei der nächsten. Dann haben wir ja quasi über Nacht hier noch zu tun. Questen technischerweise wird sich zwar für uns nicht lohnen, aber der Rubel rollt. Oder Dollar, Euro ist mir total wurscht. Von mir aus kann sie auch in Diamanten zahlen oder so. Oder Munition. Also eigentlich ist es ja Blödsinn, wa? Apokalypse, geldmäßig oder so. Ich kenne das mehr aus Filmen, dass sie denn mit Munition zahlen. Also Munition ist doch mehr wert in Apokalypse. Ja, ja. Das würde viel mehr Sinn machen. Vielleicht ändern sie das ja irgendwann mal. Oder vielleicht gibt es irgendwann mal eine Mod, wo sie das ändern. Keine Kohle, dann ist das bloß zum Einschmelzen. Die Token. Und bezahlen tust du mit Munition. Oh, das wäre interessant. So, hier durch, dann da durch. Dann sind wir durch. Also rein theoretisch, eine Adam Riesel müsste das funktionieren. Weil die haben ja miteinander nichts zu tun. Die mögen sich nicht. Rivalen denken und so. Mrs. Gen 2. Hätten Sie eine Quest? Ich habe noch keine angenommen. Das funktioniert ja wirklich. Also ich sag mal jetzt so, dass das funktioniert. Tatsache, das funktioniert. Also logisch funktioniert das. Aber ich habe jetzt nicht so hier Gen, so mehrere Gens, wie es denn ist da. Also habe ich nicht gedacht. Hab ich verdrängt. Ist ja ditte. Ah, die anderen sind so weit weg. Verdammt. Es könnte so einfach sein. Ist es eigentlich hoch, aber wie gesagt, die Mod funktioniert bei mir nicht. Bis da unten komme ich nie hin. Später haben wir jetzt... Ja doch, schaffe ich doch. Ja, warte, scheiß drauf. Ich werde jetzt hier noch eine olle Hocke gehen. In die Hocke. Und dann holen wir uns auch noch eine Quest. Ich weiß aber nicht, ob wir das halt heute schaffen. Ich weiß, das ist nämlich sehr, sehr ambitioniert. Obwohl, es sind kleine Questen. Ja, mindestens 2 will ich schaffen. So, da bin ich auch wieder und gleich nehmen wir die 3. Quest, aber ich kann nicht versprechen, dass wir alle heute schaffen. Sagt, das ist sehr, sehr ambitioniert. Aber gut, was man hat, hat man. Was man kriegt, weiß man doch nicht.
Woher denn auch? Da. Aber jedenfalls würde es sich lohnen. Ja. Da lang. Ich mag nie so viele, ich hab nie so viele Zeit. Time is money. Trzykowski. So. Dann nehmen wir erstmal die leichte, nicht die leichteste Mod, sondern, Quest, sondern die nächste, die mir am nächsten ist. Und das wäre die. Nee, die. Die werdet. Genau die. Mit bloß 200 Meter. Wo sind. Wo, da sind die 200 Meter. Sag mal, für Bulle-Questen habe ich eine Schippe mit bei? Ich glaube ja. So, meine Lieben. Da ist unser Ziel. Jetzt ans Überleben. Hallo. Es sieht sehr, sehr frei aus. Wir wissen aber, dass es nicht so ist. Wo ist denn der Hund hin? Normalerweise werden wir begrüßt. Wow! Alter! Oh, wo ist der Vogel? Ach nee, ist ein Kotzer. Boah, hab ich mich jetzt gerade verjagt. Du alter kleiner Stinkstiefel. Hey, ich hab den Hund gefunden. Oder mich. Ja, mich. Ist nun egal, ist nicht so schlimm. Fehlt hier nicht? Fehlt hier nicht jemand? Das ist aber merkwürdig. Ich hab's doch gewusst. Du kleiner Kakadu. Also Kakadu. Er zwitschert zu viel rum. Entweder knurrt mein Magen oder hier ist der Hund unten. Oh nein. Das war so nicht geplant. Och Mann. Du scheiß Vogel. Jetzt kann ich da wieder hoch. Was soll denn das da? Schieß dir mal ins Knie. Dann in den Kopf. Und dann nochmal in den Kopf. Und nochmal in den Kopf. Wo ist denn Rombo? Rombo hat den, die Spikes geknutscht. Ach, hier waren die Spikes. Oh. Sorry, es hat ein wenig gedauert. Aber es ist mir aufgefallen. So, ihr sagt, wir kennen den Weg. Eigentlich. Wenn der Loot nicht wäre, würde es nicht so lange dauern. Ach übrigens, ich habe die Dietriche mit bei. Wie ihr seht, ich habe sie bei mir auch im Gürtel drin geschmissen. Lernen und so. Fähig. Guck doch mal. Also ab und zu funktioniert das mit den Lernen. Die Frage ist, wie lange man das behält. Hallo? Achso, ist ja bloß die Meat clearen. Das sollte schnell gehen. Tot. Ey, was ist denn mit denen? Hallo, die sind aber heute richtig doof, wa? Manometer. Erstmal eine Coke. Hoffe, das ist eine Zero. So, kann man die hier schon so mal Hallo sagen? Warten Sie mal kurz. Drängen Sie mir nicht hoch. Es ist zu eng hier. Ach, das ist doch. Hey, wenn ich dir zu deinen Kollegen sage, gilt das doch für dich. Du Hannes. Reger Andrang. Ja, siehst du da eine Heizung? Die brauchen sie jetzt nicht mehr. Code?
Da kommt Kurt. Ja, sag mal, hallo? Auf jeden Fall kann Piepmatz nicht mehr kommen. Der wurde ausgeschaltet. Hey. Wer hätte sie gedacht? Kot im Klo. Gut, da ist eine Tasche, die holen wir so in das Evil schicken. Flieg vor mir. Genau das Richtige. Aber dann könnten Sie mal kurz da. Ich müsste da mal kurz ran. Verdammt, eigentlich müsste ich mitnehmen. Die Blöcke hätte ich. Gut, die hätte ich nicht mitnehmen müssen. Aber wer weiß? Vielleicht ist es ja für irgendwas gut. Man weiß es ja nicht. Ein Sandwich. Na gut, dann knacken wir mal die Tür. Die Luft scheint fast rein zu sein. Aber der Schein, der trügt. Der betrügt? Der Schein. Er ist nicht Schwein. Oh, Junge. Hey, siehst du? Schlechter Witz heute schon abgehakt. Ist implementiert in meiner DNA. Er sprudelt einfach raus. Er hat sie Villa geschubst. Ich hab's gesehen. Oder sie. Und ich hab schon wieder nicht nachgeladen. Ein Mirakel-Wip. Wo ich nicht weiß, woher das kommt. Das ist ja nicht das erste Mal. Oh, warten Sie mal kurz. Wofür zeigt muss sein? Naja, und weil sie schon schweben, tut nämlich die gleich mal mit. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Nimm ich? Was ist denn da draußen los? Es ist 17 Uhr. Könnten die sich mal ein bisschen beruhigen? Das ist doch spät, ist das doch. So, die haben wir denn auch. Die nehmen wir auch. Wie gesagt, die Türen. Knaufenderweise. Kommen die alle mit? Also, ab und zu. Ich will jetzt nicht immer sagen, das wäre jetzt hochverkehrt. Achso, das war ja die Tür. Gut. Moment mal. So geht das ja nicht. Aber wegschmeißen tue ich's trotzdem. Immer diese Wegschmeißgesellschaft. So, na, dann kommen sie. Oder habe ich noch Zeit? Ey, wie, ihr kommt jetzt um die Ecke, piest. Moins? Moins? Was ist denn? Ja, dann komm rum. Der muss den dunklen Jut lesen können. Ihr sagt, das fällt nicht so ins Gewicht. Tü-tü-tü. Aggressiv sind die hier aber. Ganz schöne. Aber wir lassen uns nicht stören. Ach, die Alte schon wieder. Geht nicht mal einen Tag ohne die? Ja gut, die muss auch erstmal durchkommen. Außerdem kriegen wir wenigstens ein bisschen Spaß. Hallo. Den habe ich voll erwischt. Den hoch. Hey, nicht umarmen. Du bist grün. Du siehst nicht mehr so gesund aus. Warten Sie mal. Rombo. Wolltest du sie anschleichen oder was oder wie? Aber ich muss doch erstmal was essen. Ich glaube, die Alte ist bloß sauer, weil sie nicht mitspielen darf. Deswegen ist sie bloß die ganze Zeit am Umschreien. Und wenn sie doch mal schaffen, du kriegst sie gleich noch auf den Sack. Das würde Sinn. Und darüber ist er nicht amused. Was haben wir denn da? Nigel und Lisa. Ich
verstecke mich einfach hier oben. Das wird die nie mitkriegen. Die sind mir genauso wie gern. Die kicken nach oben. Das tut die nie. So, warten Sie mal. Ja, ich werde die mal kurz reparieren, wa? Und das werde ich mal abbrechen. Ich habe die ganze Zeit noch in der Produktion. Das ist ja nicht aufgefallen. Also mir. Ich habe das ganz verdrängt. Komm, was war jetzt? Ja, ist auch gut. Moment. Das war knapp. Ihr werdet ja nicht vergessen. Gut, jetzt sind wir trotzdem ein bisschen vom Weg abgekommen, aber es führt alles wieder zurück, wollte ich gerade sagen. Hä? So. Ach, das lohnt sich halt nicht. Der richtig geile Scheiß wartet ja unten auf uns. Kürbis. Ich habe Kürbis bekommen. Hui. Warten Sie mal kurz. Ich habe gerade bloß die Heizung gesehen. Die Farbe habe ich ausgeblendet. Junge, Junge, nee. Ich bin aber auch leicht abzulenken, das sage ich euch. Sobald irgendwie Loot ins Spiel ist oder sonst irgendwas, was ich gebrauchen könnte, existiert für mich keine Gefahr mehr. Sag mal, wenn ich jetzt das hier wegmache, geht die doch nach hinten los, oder? Die ist genau dahinter. Verdammt. Los, keine Aufmerksamkeit ihm. Die hätte jetzt. Guck mal, da ist jetzt ein Block raus. Da hätte sie jetzt. Oh, das ist ja einfacher. Zack, Bums, lass uns mal da rangehen. Ja, die ist doof, die Alte. Ja, hat sie nicht mehr alle. Was macht sie jetzt? Will sie sich durchbuddeln oder was? Was ist das Finster hier? Leuchte mir den Weg, du Funzel. Ah, für Kot. Gehen Sie weiter, hier ist niemand. Wir sind bloß knarzende Wände. Die haben schraubende Geräusche. Ja, gut. So, und dann kommen Sie mal. Los, nochmal hoch. Runter. Hier rum, genau. So ist richtig. Alter, wo schieße ich denn heute schon wieder hin? Das hat doch vorhin die ganze Zeit funktioniert. So, ich lade mal jetzt schon nach. Es könnte nicht verkehrt sein. Moins. So, was haben wir hier? Noch mehr Holz. Genau das habe ich gebraucht. Holz. Ach. Wie gesagt, wir wollen ja bloß den geilen Scheiß. So, seid ihr bereit? Jetzt kommt natürlich das Übliche. Und dann kommen sie mal. So, schön Abstand halten. Und dann rin halten. Erst Abstand halten, dann rin halten. Was halten wir denn davon? Da ist denn hier los? Die kommen alle einzeln. Komm, du schaffst es. Gib dir ein bisschen Mühe. Ach, du hast es doch nicht geschafft. Es tut mir leid. Er hat es aber versucht. Hab ich hier eine Heizung vergessen? War schon wieder abgelenkt. Woher kommt denn das immer? Regie? Hallo? Die sind tot. Also wieder. Also immer wieder. Gut. So, Kerb. Ja, halt doch mal die Klappe, du da oben. Sonst füge ich dich in deinen Urzustand zurück. Wenn es dein Wunsch ist. Sag mal, kann ich da? Nee, kann ich nicht.
Wollte gerade sagen, dann kann ich doch eigentlich so lange warten, bis sie runterkommt und dann zack, bums, Tür auf. Schnauze! Es war meine Überlegung. Achso, brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ich habe ja die Tierchen mit bei. Ich wollte es ja gerade schon mal aufknallen. Kloppen. Hab ich? Wow. Ah ja, gut. Wie hast du das erwartet? Den geilen Scheiß oder was? Ganz froh sein, dass du überhaupt was kriegst. So. Mal kann ich nichts. Ah, nee, hier ging ja nicht. Hatte ich ja gesagt, ihr habt. Hey, gib mal hier, das hätte ich ja fast übersehen. Ach, die ist schon ein bisschen nervig, Alter. Die merkt das ja nicht. Die ist ja schon tot. Tot und doof. Aber warum kommt die jetzt hier nicht hoch? Durch. Ach so, weil verschlossen ist. Ich schwöre. Ich schieß ihr ins Gesicht. Es ist offen. Also noch offener geht's doch ja nicht. Oder verstehe ich das falsch? Ah ja, es war klar. Aber ist ja eh Zeit zum Verschwinden. wo habe ich denn geparkt? Warten Sie! Ich muss erst mal kicken, wo ich geparkt habe. Also, du schaffst es ja eh nicht, Mädel. Aua! So schlecht war der nicht. Hauen Sie rein. Ist natürlich. Naja. 800 Meter entfernt, ist ja um die Ecke. Hä? Kein Benzin. Ja, das ist ja wenn er. Schön. Naja, gut. Boah, ich müsste mal meine Karre reparieren, wa? Die hat ja schön gelitten. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber ich bin dran. Hä? Gut. Erstmal zu Ende tanken. Dann reparieren. Und dann die Quest abgeben. Ey, dann haben wir für morgen gleich 2 Questen, wa? Ich brauche ja nicht mehr. Nee. Kann die bloß nicht abgeben. I am. Don't spend it all in one place. But if you do. Hey, Munition. Tolle Ding. Nimm ich. Nimm ich. Verkauf ich dir auch gleich wieder. Kannst du gleich wieder haben hier. Die ganze Lump hier. Das war eine Mod, aber ist egal. Ja, das wollte ich doch ja nicht verkaufen. Der kommt doch nach Hause. Aber sowas kannst du haben. Nee, die Knifte, die Nare-Pistole noch nicht. Das die Jute? Ja, das ist die Jute. Die sollte ich mal verhindern zu verkaufen. Also, das sollte ich mal sein lassen. Nicht gut. So, das kannst du auch noch haben. Die nicht. Das bleibt auch bei mir. Das bleibt auch bei mir, obwohl ich davon, glaube ich, 2 Stücken zu Hause habe. Remember me if you need medical supplies. Warte, scheiß drauf. Wir haben zwar nur so 2 Aufgaben, aber dann könnten wir vielleicht morgen so ja 3 schaffen. Und das ist in der Nacht. If you do this for me, okay. Das ist gut. Also wir starten morgen mit einem Nachtquest. Ziehen durch, Nachtquest. Und machen danach, lass mal überlegen, eine Nachtquest. Das hört sich nach einem Jugendplatter. Wahnsinn, ist das da. Na gut, Leute. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und ja, bleibt nur Stande zu sagen, als macht euch einen schönen Tag. Bin raus. Tschüss.